Wir auch schon wieder bei der nächsten Folge. Und ja, das mit der Umfrage, das mache ich jetzt beim nächsten Mal. Hier zerstöre ich jetzt auch nicht alles. Ja, so, hier einmal durch. So, denn, also wir haben jetzt, wir kennen schon den Kinoraum. Oder Kino, ich nenne es immer Kinosaal oder Kinoraum. Dann haben wir hier eine Bibliothek. Dann gibt es hier noch ein Zimmer. Das ist das Klassenzimmer. So, und hier kann man einen Code eingeben. Dann, also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Cheat-Code ist, aber hier kann man halt einen Code eingeben und dann ist halt etwas, ja, etwas freigeschaltet. Das werde ich dann auch nochmal machen. Ich schreibe jetzt hier aber mal meinen Let's Player-Namen auf. So, denn ich heiße... Ach Mist, jetzt habe ich einen Buchstaben vergessen. Naja, muss ich nochmal neu machen. Einen Moment. Das kann ein bisschen dauern und das passt genau hin, habe ich gerade gesehen. Jetzt ein N. Jan. Ach ja. Wo war das D? Das D. Ich kann das Alphabet nicht so gut. Jan. So, das ist mein Let's Player-Name, Jande. Den hat mir ein Freund aus meiner Klasse gesagt. Und der nennt sich als Let's Player-Name Jaden. Und der wird hoffentlich auch mal zu Gast sein hier. Also das wäre schön, wenn der mal hier zu Gast kommt. Dann habe ich, ja okay, es, vielleicht wollen auch mehrere mal mitkommen. Ich habe viele... Viele Freunde. So, dann gehen wir mal in das nächste Zimmer. Das ist das Postzimmer. Und da oben sieht man schon, wir haben schon Post. Nur die nächste Post, alle, die muss man in den Levels finden. Und, also man muss erstmal die Pakete finden und die dann in einen Postkasten werfen. Ja, und den Postkasten findet man manchmal nicht, manchmal findet man die Pakete nicht. So, versteckte Charaktere braucht man nicht. Dunger, naja, Seeschwetten, Eislaufbahn, Piep Piep, das weiß ich immer noch nicht, was das ist. Verkleidung ist geil, können wir eigentlich mal machen. Aber das ist jetzt nicht wirklich etwas Gutes, denn es gibt noch... so andere Sachen. Es gibt noch so einen Schatzmagnet, da hast du halt so ein Magnet, wo dann die Steine zu dir kommen, diese Geldsteine. Oder dann gibt es doch einen Paketdetektor, der sagt dir, wo das Paket ist. Und dann gibt es noch, wo man das Geld multiplizieren kann. Und mit diesem einen Cheatcode im Klassenzimmer kann man das mal 10 machen, wenn man den hat. Ja. Und dann, ja, dann kann man den halt mal 10 machen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine silberne Münze einsammle, hat die das 10-fache Wert. Also, die hat nur mal 10 Wert, also hat die dann 100 Wert. Dann gibt es mal 8, mal 2, mal 4. Wenn man die alle zusammen macht, dann kriegt man halt so hohe Geldsummen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, hier können wir leider nicht alles machen, denn hier braucht man bestimmte Personen. Ist ja geil. Den haben wir auch. Ach, das ist der Dschungel. Ja, okay, hier braucht man halt noch andere Personen, um hier alles zu machen. So, jetzt kommt aber das Wesentliche, wo ich eine Umfrage rüber machen würde. Und das wäre, dann gehen wir mal hier in den Innenhof. Ach so, und bei den Büschen, da kann man sich auch verstecken. Und da wird man halt nicht von Gegnern gesehen. Man kann sich halt so lange, wie man will, verstecken, nur dann kommen halt immer mehr Gegner. Und wenn man sich dann halt aufdeckt, dann kommen halt gleich alle. So, hier ist unser Maya-Freund, der nur eine Unterhose anhat. Naja, egal. Wir wollen ja nicht sexistisch sein in diesem Let's Play. So, hier drinnen darf man auch Waffen benutzen. Das ist
Also es gibt zwei Räume, wo man Waffen benutzen darf. Das ist halt ein Raum davon. So, da haben wir gerade noch ein paar Leute getötet. Ist ja nur Lego. Also das Spiel ist ab 6 und eigentlich, also ich hätte gedacht, dass das erst älter ist, also für ältere Leute, also so 12 Jahre oder so, denn man tötet hier ja halt Menschen, also ich weiß jetzt nicht, ob das aggressiv macht im Alter von 6 Jahren. Ich habe das Spiel mit, weiß nicht, mit 10 oder 11 bekommen, weiß ich gar nicht mehr. So, und hier können wir halt unseren eigenen Charakter erstellen und den darf man dann auch im freien Spiel benutzen. So, und da dürft ihr mal sagen, was er sein soll, ob wir einen sexistischen machen. Also zum Beispiel einer, der nackt ist. Könnte man nochmal anbieten, oder? Also ich mach gerade mal Neger. Ja, Neger. Die Negerarme haben wir schon. Dann brauchen wir noch ein Negerface. Hier, das ist doch eine gute Negerface. Und Mütze. Nehmen wir mal so eine Negermütze. Cowboy? Nee, der ist ja nackt. Nee, wir machen keinen Nacken. Das mache ich doch nicht. Komm. Okay, ihr dürft dann mal sagen, wen wir nehmen. Man kann ja auch die Waffen wechseln und da gibt es richtige, also hier, ne? Also das sind jetzt hier Waffen. Okay, das ist nicht so. Eine Flasche gibt es auch, finde ich auch sehr geil. Hier die Flasche. Ja. Dann könnt ihr euch mal aussuchen, wie wir den machen. Schreibt mal alles hin. Also es gibt einmal die Hose. Nenne ich mal so Hose. Könnt ihr hinschreiben, wie welche Farbe die haben soll oder was ihr daran so denkt, dann das nenne ich mal den Gürtel. Das ist der Oberkörper, Hände, also hier gibt es so Handschuhe und so etwas. Dann Arme, das ist das hier. Und Waffe und Gesicht, ja, oh, alt, jung, Skelett, so gangstermäßig halt. Oder, warte, es gibt ja noch so einen geilen Kopfaccessoire. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon freigeschaltet ist. Ich glaube nicht. Weil sonst wäre der hier, glaube ich, schon. Nee, der ist leider noch nicht freigeschaltet. Es gibt nämlich so einen mit Kopfhörern. Naja, egal. So, hier kann man auch so zufällig einmachen. Okay, die sehen ein bisschen scheiße aus, zufällig. Naja, egal. So, da dürft ihr dann halt mal schreiben, wie ihr ihn haben wollt. Also die Person. Nicht, dass da jetzt wieder einige an andere Wörter denken. Zack. So, dann habe ich euch eigentlich schon alles hier gezeigt, oder? Habe ich euch alles gezeigt? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir. Waren wir hier? Ja, hier waren wir auch. Ja. Ach, es gibt noch eins. Hier, das ist dieser Außenhof-Balkon-Teil. Und hier sieht man nochmal ein bisschen, dass die ganze Universität ein bisschen. Man kann leider nicht so viel die Kamera bewegen. Aber naja. So, komm. Ja, dann will ich auch schon eigentlich schon die nächste das nächste Kapitel machen. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir hier bei diesem Kapitel weitermachen oder ob wir halt hier ein neues Kapitel anfangen oder hier noch ein neues Kapitel anfangen. Das ist jetzt halt die Frage. Okay, dann lasse ich jetzt zwei Umfragen starten. Okay, die erste Umfrage ist das mit dem Mensch und die zweite Umfrage ist, oder, nee, ich mache nur die Umfrage mit dem Mensch, denn wir machen jetzt hier einfach bei diesem Kapitel weiter. Aber ihr könnt dann auch mal sagen, also ich werde nicht sofort reagieren, weil ich nehme jetzt
die halt länger auf. Ja. Dann. Ja. 10 Minuten wie diese Folge. Dann wird es halt ein bisschen kürzer. Ja, okay. Denn in der nächsten Folge werden wir weitermachen mit dem Kapitel. Ja, und dann verabschiede ich mich wieder von euch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann heißt es mal wieder Tschikowski. Und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.